tatsächlich eine halbe Stunde bei Jim Knopf Reise durch Lummerland an. Also rein äußerlich sieht es auf jeden Fall mal nach einer mega Aufwertung aus. Und ich bin gespannt und werde jetzt gleich mal ein bisschen auf der Fahrt filmen. Scheint auch die Sonne, es reißt auf, der Nebel verzieht sich. Aber trotz allem gehen wir jetzt erstmal in die neue Paddington on Ice Surprise Ice Show. Und ja, ich bin ja als Kai so ein riesiger Fan von der Ice Show, bin trotzdem mal gespannt, vielleicht gefällt sie mir ja ganz gut. Reviews seht ihr nachher. Bleiben wir stehen, wenn wir zu schwer sind. Show wirklich grottig war und das ist schon mein Eindruck von der Show. Sinnloses Rumgetanzen. Show. Ich muss sagen, im Vergleich zur Eishow fange ich erstmal mit den guten Sachen an. Es gibt mega coole Artistiknummern drin, hat mir sehr gut gefallen. Allerdings haben mich die Kostüme und die Tänze und die Musikauswahl eher an das Vorabendprogramm von ADA erinnert. Wir können jetzt keine hohe Wartezeit einsteigen. Mal ganz winzig auf jeden Fall. Also, und wir gönnen uns jetzt erstmal was zu essen hier. Ja. Ja, und das war ja der Videoblog vom Saisonstart 2018 hier im Europapark mit den Neuheiten, die bisher offen waren beim Saisonstart heute. Und ich wünsche jetzt alle schöne Freizeitpark-Saison. Ah, fuck, das machen wir nochmal. Oh Mann. Ja, und das war ja der Videoblog zum Saisonstart 2018 hier aus dem Europapark. Ah. Oh Mann. Ja, und das war ja der Videoblog. Du filmst dich auf jeden Fall auf. Ich bin im EP-Express und schaue uns den Park von oben an. So, Europa-Park Recycling at its best. Ich finde es gleich eher irgendwo der Horror Nights wie hier der Marionette-Bootsfahrt. Den hören wir schon.